meine Verrückten und herzlich willkommen zur dritten Folge Bloody Beach 2 zusammen mit dem Mindjust EP. Hallo. Hallo. Und wir gehen jetzt mal direkt auf den Server ruff. Beim nächsten Mal sind wir hier stehen geblieben. Nicht beim letzten Mal, nee, beim nächsten Mal schon. Sind wir hier stehen geblieben und haben hier uns, ich habe hier gebaut. Justin ist on way back home und so. Und die Sonne geht unter. The sun is shining. Was? The sun is not mehr shining gleich. Not mehr shining? Not mehr shining. The sun is shining. Hier ist so ein grüner Lehmblock. Was ist da? Das ist ein grüner Lehmblock oder einfach so mitten auf einer Wiese. Ja, hat wohl jemand hingeplaced, wa? Hat sich wohl jemand gedacht, komm, wir plätzen den Scheiß jetzt mal dahin. Wir plätzen den, Zweieinhalb Herzen habe ich noch, oh fuck. Ich hab nicht gegessen, 2 Herzen. So. Ich bin übrigens bei 408, 10 und minus 19. 408. 10 minus 19. Warte, da muss ich wieder dahin. 408, 10 und was? Minus 18, minus 19. Gut, das heißt dahin. Dann bin ich ja schon fast da. Ja, ich glaube, so weit kannst du auch gar nicht weggelaufen sein, ne? Oh, doch, ein ganzes Stück bin ich gelaufen. Von zu Hause. Ja, ich bin auch schon grob in die Richtung wieder gelaufen. Von zu Hause, voll der Böse, ey. So, warte, 408 und jetzt noch weiter in die Richtung da. Voll der böse Jan, ne, Leute, ihr wisst das, ey. Justin ist voll der böse Jan. Müsste eigentlich der Höhleneingang sein. Vielleicht. Wir tun tun. Eventuell. Das hier ist, war das, glaube ich, tutet das so. Guck mal, ich mach das hier voll hübsch und so. Du machst das voll hübsch? Ja, dass das so ein bisschen einheitlich aussieht, der ganze Spaß. Dass das nicht so auffällt, dass irgendwo in irgendeiner Seite eventuell, dass wir da irgendwas versteckt haben noch. Ich muss gerade mal gucken, wo es gewesen sein könnte. Ich bin der Meinung, das war hier oben irgendwo. Ich glaube, ich reiß die Decke hier auch nochmal ab. Nervt mich das hier gerade. War das nicht hier? Kacke, ich will den Eingang nicht mehr. Zur Not baue dich runter. Alter, wie schnell meine Utensilien hier kaputt gehen, das ist ja nicht mehr feierlich. Ich muss nämlich hier gerade schon wieder eine neue Spitzhacke machen. Oh, meine Fresse, ey. Was ist los? Skelett und ich habe 2 Herzen. Was denn? Was zur Hölle tust du eigentlich? Laufen. Schneller. Das Skelett ist nicht mehr hinter mir. Bist du jetzt schon drin? Nein, ich weiß nicht, wo die ist. Hey, da ist noch ein Kuh. Du machst mich fertig. Weißt du das? Ja, ich mich. Boah, 1,5 Herzen. So. Ich werde mich mal eben einbauen. Besser ist. Und dann mal eben Ofen machen und Essen braten. Besser ist. Sonst, wir haben ein kleines Problem. Weil dann ein Teamleben weg. Das wegen Dummheit. Wär. Ja. Der Todesdumm. Das wäre einfach so dumm. Dümmer ging's gar nicht. Und jetzt regnet's. Ja, toll. Ach, warte mal. Guck mal, einen Ofen können wir noch. Hier, Leute. Haben wir hier ein paar... Haben wir so eine Ofen... wie nennt man das? Ofenstaffel hier. Guck mal, der hier hängt falsch. Das nervt doch schon direkt, oder? Das ist doch scheiße, wenn hier ein Ofen einfach falsch hängt. Sieht kacke aus. So. Packen wir hier ein bisschen Kohle, hier gönnen wir uns ein bisschen was daraus, packen. Was haben wir überhaupt? Hier haben wir noch einen Stack, ey. Irgendwie verballere ich hier gerade unsere ganze Kohle richtig. So zack, zack, raus mit der Kohle. So, jetzt regeneriere ich schon mal. Das ist schon mal gut. So, hier wird Essen gebrannt. Steine, 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 Steine. So. Sehr gut, was du da gerade machst, ey. Ob wir es in dieser Folge schaffen werden, dass Justin hier wieder aufkreuzt oder nicht, man weiß es nicht. Ja, ich finde den Höhleneingang leider nicht. Weil deine Koordinaten bringen mir nicht so viel, weil du ja unterirdisch schon weiter weggerannt bist, ne? Ja, aber eigentlich ist der doch so riesig, dass man ihn doch eigentlich finden muss, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Der ist ja wirklich, der ist ja einfach XXL.
Sollte XXR. Ich kann mich ja gleich mal komplett hochbauen, obwohl das in der Nacht wahrscheinlich keine gute Idee ist mit Skeletten. Ey, du hast dann zumindest Full Life. Ja, aber... Ja, Full Life habe ich gleich. Ich regeneriere ja. Ist auch schon mal gar nicht mehr so schlecht, so. Dass du regenerieren tust. Sonst baue ich mich gleich mal hoch und gucke, ob ich irgendwo einen Höhleneingang sehe. Ja, mach das doch. Das ist doch gar nicht mehr so eine schlechte Idee. Ach, ey, Leute. Gott, was ein Abfuck hier. Ihr seht es ja, das dauert ja Ewigkeiten, bis hier der ganze Scheiß fertig ist. Vor allem das Problem ist einfach, dass Justin hier immer noch nicht aufgekreuzt ist. Verdammte Kacke. Ja, ich bin bald da, vielleicht. Hoffentlich. So in 2 Jahren oder so. Ja, so am Ende des Projekts bin ich dann wieder bei dir. Ja, dann sind wir im Finale, weil ich immer nicht da war. Wenn ich immer nicht da bin, immer alleine rumgeirrt und so und dann, genau, wenn du tot bist, dann finde ich deine Höhle. Dich hat auch keiner gefunden, so, weißt du? Ich bin einfach immer nur gelaufen. Du hast mit keinem gekämpft, dich hat niemand gefunden. Genau. Einfach immer nur rumgeirrt und so, ich suche jetzt einfach so, keine Ahnung, 20 Folgen lang nur Essen. Du bist tot und wenn du gerade gestorben bist, dann finde ich da die Höhle wieder, den Höhleneingang. Das wäre doch der Oberburner oder nicht? Das wäre doch richtig geil. Ja, klar wäre das geil. So Leute, wie man übrigens sieht, Langeweile wird gerade großgeschrieben, sonst würde ich hier den Kram nicht ausbauen. Aber leider brauche ich ja Justin jetzt dazu, um hier die Scheiße zu machen. Ja, ich bin schon wieder unterwegs. So, ich werde mich dann mal hochbauen. Das war übrigens gerade richtig dumm. Habt ihr das gesehen, Leute? Ich habe hier die halbe Scheiße hier zugebaut. Gott, wie dumm, ey. Das muss weiter hier sein. Irgendwo hier müsste das sein. So. Da ist ein Skelett, aber das schluckt mich jetzt was nicht. Was können wir jetzt hier noch austauschen? Guck mal, dieser komische Rand hier, der nervt ja auch irgendwie. Irgendwie ist das hier so alles voll das Manko hier. Voll das Schönheitsmanko in diesem Projekt. Guck mal, die Decke. Die tauschen wir auch mal komplett aus, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwas Großes? Oh, wo war denn das? Das ist eine gute Frage, wo das war und wo nicht. Warte, du bist bei 408? 8. 10 und minus 20. Also ich laufe hier die ganze Zeit durch. Ist jetzt einfach nur hier in die Richtung. Sonst buddel dich doch einfach runter. Warte. Dauert nur ein bisschen. Vielleicht ist das hinter diesem Berg einfach. Obwohl war das nicht auch hinter irgendeinem Berg? Ja, aber irgendwie dachte ich vielleicht woanders. Du dachtest vielleicht. Hör auf zu denken! Berg. Okay, ich bin ab jetzt Doom. Also wie sonst auch immer. Ich glaube, ich bin wirklich dumm. Jetzt ist gerade so ein Schaf. Ich habe es geschlagen und auf einmal war es weg. Oh, jetzt ist wieder da. Ja. Ich glaube, ich bin wirklich ein bisschen dumm. Das Schaf hat sich verabschiedet. Das Schaf hat sich gedacht, Autsch. Ja, auf den habe ich eigentlich jetzt gerade nicht so Bock. So, also warte, ich gehe jetzt mal genau zu deinen Koordinaten. Das war zu weit. Deins Koordinaten ist 408 und minus 18. Ne, minus 20. Minus 20. Kannst du auch direkt mal kontrollieren. Guck mal nach unten, ob du mich irgendwo siehst. Wahrscheinlich nicht. Ich bin jetzt genau 408 und minus 20. Ja, da unten stehe ich. Guck mal hoch. Ich sehe keinen Namen. Warte, ich habe gerade gesneakt jetzt. Nee, ich sehe keinen Namen. Sehr gut. Hm. Okay, also wenn jemand an der Oberfläche ist, sieht man schon mal keinen Namen. Das ist schon mal gar nicht mehr so unpraktisch. Du bist aber 408 und nicht minus 408. Ja, ich bin 408. Beziehungsweise halt immer so, das variiert hier die ganze Zeit. Ich bin ja, aber halt 400 ungefähr. Und warte, dann gehe ich zu der Höhle da vorne. Hier in der Nähe ist ein Höhleneingang, aber es ist... Ich bin der Meinung, das ist ein anderer. Warte mal, ich geh jetzt mal hoch und guck mal, wo du bist. Ja, das ist ein anderer Höhleneingang, wo ich jetzt bin. Der Clownfisch, Justin, mein Gott, ey. Autsch. Zwei Skelette, okay. Nee, geht weg. Lass mich hier durch. Hast du genug zu essen dabei? Ja. Hier oben sind also auch noch Tiere. Ich töte gerade noch ein paar mehr. Ja, töte mal, während ich hier die Treppe des Verdammnis hochlaufe. Und dann musst du mich Koordinaten nochmal geben, ganz genaue. Ja, irgendwie finde ich das nicht. Warte mal. Hop, 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 hop
Das war, ist der Höhleneingang. Ich habe von der Spinne anscheinend Schaden bekommen. Aber da ist keine. Bei mir, hä? Ich höre auch Schweine und Kühe und ich sehe nichts. So, ein Eingang ist bei 518, 71 und 26. Okay, warte. 518, das ist dann in die Richtung. Alter, ey, ich sehe hier eine Spinne nicht, die ist unsichtbar, die greift mich an. Ich sehe auch ein paar Tiere anscheinend gerade nicht. Die sind unsichtbar, so was? 518, was? 519, 77, 26. 26, das heißt da. Where are you now? Hallo? 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 Hallo, Justin, hallo. Das ist jetzt eine gute Frage, Creeper. Das ist ein bisschen scheiß scharf. Das ich glaube, ich habe es gefunden. Kurz. Ich glaube, ich habe ihn gefunden, getuten. Oh, hier ist eine Spinne. Hast gefunden, den Eingang, den ich meine. Oh. Du bist ins Loch reingefallen. Nee, da war irgendwie ein Zombie hinter mir. Dachte gerade schon, ich wollte... Wollte mich fast sagen, boah, wie kann man so dumm sein? Wie kann man da dieses kleine Loch einfallen? Hier ist schon wieder ein Monster unsichtbar. Ich hab da übrigens Deodorant, wollte ich gerade sagen. Deodorit oder wie auch immer das heißt, hochgebaut. So, warte, nee, was war das? 400 irgendwas, ne? Da hinten, da ist das. Ach, genau. Ich dachte, du bist schon da. Ja, auf der anderen Seite des Eingangs, so. Ja, ich sehe nur... Oh, Alter. Ich sehe nur irgendwie ganz viele Monster nicht. Allgemein Tiere und Monster sehe ich einfach nicht, weißt du? Ich werde die ganze Zeit geschlagen von Monstern, die bei mir nicht sichtbar sind, die bei mir unsichtbar sind. Ja, die tricky question ist denn jetzt, wo bist du, verdammte Scheiße? Ich gehe gerade die Treppe des Todes runter. Ach, sag das doch. Ich warte hier die ganze Zeit bei dem einen Eingang und denk mir so, hä, wo ist der Junge? Jetzt läufst du hier schon die ganze Zeit die Treppe runter, ich bin übrigens hinter dir. Da muss ich ja an dir vorbeigelaufen sein. Ja, du Hallo. Bist. Nee, du bist nicht an mir vorbeigelaufen. Du bist in den anderen Eingang reingelaufen. Weiß ich nicht, kann sein. Wahrscheinlich. So, wo hast du denn gebaut? Ey, guck mal, da ist ein Creeper und da, ein Zombie. Da, wo das Loch ist in der Wand. Bam! Aua. Da hinten ist. Nee, das ist Kohle. Doch kein Monster. Da ist ein Loch, genau. Ja, da ist das. Warte, hey, hier doch. Sind doch zwei Monster. Ein Creeper, hier. Ja, die habe ich jetzt auch gesehen, aber manchmal. Hier. Ja. Ich wollte nur töten. So, hübsch, oder? So, hier, da hast du hübsch. Da hast hier ist du unser, noch mehr hübsch. Hier ist unser geheimer Raum. Da kannst du mal reingehen und mal gucken, mal Lucky Lucky machen. Das ist eigentlich ganz geil, oder? Ja, ich mache Lucky Lucky und mache SESI. Hau rein den Scheiß. Ich habe extra so ganz viele Dinger dahin gepackt, weil ich mir gedacht habe, das ist ein Geilo. Hast du Wasser mitgebracht? Ja, Moment, ich hole das da hinten und mache eine unendliche Quelle. Ja, irgendwie irgendwo, wo Platz ist oder so. Oder ja, hier oder so, keine Ahnung. Ich mache einfach da in dieser Rille schon. Ja, hops. Ab in der Rille. Ab durch die Mitte, Brigitte. Und dann mache ich jetzt eine Steincho. Ist natürlich schlauer, das hier direkt beim Gang zu machen. Zum Nein, mach mal. Wir machen da gleich was drüber. Ja, hast du denn was man drüber machen kann? Ja, wir machen einfach gleich Steinziegel. Warte, zeige ich dir gleich. Was wir da drüber machen. Ja, dann müsste ich hier aber aufreißen. Das Feld, da drüber zu machen. Das fand ich ein bisschen dümmer als, Wieso, es geht doch nicht kaputt, wenn du normal drüber läufst. Ja, das fand ich aber scheiße irgendwie. Das fand ich nicht toll, Justin, das ist so. Deswegen habe ich mich gedacht, wir machen... Einfach so. Einfach so. Weil wegen die Hübschheit. Guck dir das an, wie toll das jetzt aussieht hier. So, ich hab mir noch mal ins Wasser einmal geklaut. Hübschestes PvP-Projekt ever. Hübschestes? Was Hübsches haben andere Teams nicht. Wenn sie die Kisten finden, Kisten öffnen? Also in der Schutzzeit nicht, aber dürfen die das danach? Ja, ne? Ich meine, ja. Und der Kiste ist doch im Moment auch noch nichts so geiles ja, drin, also oder? All unser Eisen und all unser Gold und die Äpfel und Leder. Also ziemlich alles, was wir gerade haben.
Ach, hier ist übrigens zu wenig Licht. Hier müssen wir mal ein bisschen mehr. Ein bisschen ausgeleert. Light machen. Aber ich muss ja eh allgemein hier drüber mal ein bisschen mehr Licht machen. Hier fehlt so. Ja, draußen auch mal ein bisschen Licht gemacht. Da hinten sind schon wieder zwei. So ein Fackel-Ding fehlt hier. Autsch. Lol. Nein. Alter, jetzt im Ernst? Geil, ey. Was ein Pech muss man haben? Das ist ja mal todeswitzig. Alter, was ein Pech muss man denn haben? Das ist doch mega geil, oder? Voll gut für uns, ey, dass er sich da vom Blitz hat töten lassen. Ja, aber ich meine, er ist wahrscheinlich ganz normal gelaufen und auf einmal hat den Blitz getroffen, ne? Aber, Alter. Holy shit. Ja, GG, ne? Ey. Warte mal, der Bock hin, Kacke. Ich setze den einen weiter rüber. Hierhin, jetzt brauche ich mehr Fackeln, ey. Ich habe hier gerade alles hingefackelt, ey, und habe keine Fackeln mehr. Ich muss mich drüber aufregen gerade. Oder die hauen sich so weg. Das könnte ich mir beides vorstellen. Das ist ja auch so mega witzig. Einfach bist du von einem Blitz erschlagen, ey. Ja, das ist einfach so der größte. Achso, okay. Gerade gewundert, warum es so geleckt hat. Das ist einfach so der größte Zufall, den du haben kannst, ne? Der ist halt ein bisschen stumpf, das Ganze, ne? Bist du ein scheiß PvP-Projekt, weißt du? Willst dich da kloppen und stirbst, weil ein Blitz dich trifft. So richtig. Ja, bitter. Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen, ne? Anders kann man das nicht sagen. Hatten wir es nicht damals auch, also schon ziemlich lange her, ein paar Jahre schon, da haben wir, glaube ich, eine SG-Runde aufgenommen. Da war ja irgendwie im Deathmatch, wenn du zu weit rausgehst aus der Mitte, dann wurden wir vom Blitzen erschlagen. Und das haben wir irgendwie erst nicht gerafft, weil wir Sachen holen wollten. Und dann standen wir da, haben uns equipped und so und wurden die ganze Zeit vom Blitzen erschlagen. Ich glaube, ja. Das Video gibt es, glaube ich, noch irgendwo. Stimmt. Wenn wir es nicht offline genommen haben. In den Katakomben unseres Kanals. Sonst gibt es noch auf der Katakomben-Festplatte, gibt es das bestimmt noch. Ja, da auf jeden Fall. Das war ganz lustig, weil wir da irgendwie. Ne, da wurde irgendeiner vom Blitz erschlagen. Wir haben uns gewundert, warum der verreckt ist. Sind da hingerannt, wollten seine Sachen haben und stehen da einfach rum und so. Raffen gar nicht, dass wir die ganze Zeit Schaden bekommen. Sind fast tot. Und sind dann irgendwann nicht auch schon gestorben, oder? Nee, irgendwann ist dir dann mal aufgefallen, so, dass wir die ganze Zeit Schaden bekommen und so, dass wir in die Mitte müssen. So, ich glaube, der ganze Chat wurde damit voll gespammt. Und wir haben es nicht gerafft. Nö, das ist ja auch dann, ich glaube, wir haben es beide aber noch so in die Mitte geschafft. Oder du bist, glaube ich, weiß nicht, du bist auf jeden Fall vor mir noch gestorben. Ich weiß nicht, ob der Gegner dich erschlagen hat oder ob du vom Blitz erschlagen wurdest. Hast du noch Knochen zufällig? Nee, ich habe alles, was ich hatte, in die Kiste gepackt. Ja gut, dann habe ich schon alles benutzt. So, dann ist jetzt die tricky question. Hier haben wir noch einmal Ding. Wir brauchen jetzt rein theoretisch eigentlich noch ein paar Dinger hier, damit wir hier das ganze Feld vollfüllen können, ne? Ja. Wir könnten ja einfach mal gucken. Wir machen irgendwo mal eine dunkle Ecke und lassen da ein paar Monster spawnen. Ja, oder so. Meinst du, es reicht an dunkle Ecke? Also eben sind da schon Monster gespawnt. So. Sind hier die Monster? Hallo? Hat jemand Bock? So? Mal Lust? Hallo? Okay. Ich habe übrigens 7 Steine noch. Ich guck mal, ob wir hier noch mehr haben. Damit wir halt das Ding hier gleich zubauen können, ne? Achso, gebraten. Clean Stone. Ja, genau. Also, vor allem erstmal so schön. Ich brate mal ein paar Steine. Ja. Aber das reicht an Fackeln, was meinst du ja, ne? Dezent. Ja, gerade eben war das zu dunkel hier. Das hat nicht gereicht. Gerade eben sind die Dinger hier wieder losgegangen. Deswegen habe ich ja hier in der Mitte weil in der Mitte halt nicht genug ausgeleuchtet war. Am Rand auf jeden Fall. Teile dahin gepackt, ey. Ja, besser zu viel als zu wenig Fackeln, ne? Bevor die ganzen Teile hier immer wieder abfallen. Komm schon, ich will ein Skelett. Das ist ja sonst ein Schaden, ey. Ein Skelett wäre jetzt echt hammerhart. Hammerhart? Hammerhart, ein Spawner wäre auch geil. Ein Spawner wäre geil. Oh, Alter, ein Skelett-Spawner, ne? Das wäre der Oberburner. Am besten so direkt neben Feld. Scheiße, ja, wäre doch richtig gut, oder nicht? So, dann gucken wir mal hier. Oh, hier oben ist ein Creeper. Oh, bumm.
Boom und gemacht. Ein Zombie. Da oben ist noch ein Zombie. Ja, und hier packen wir mal ein paar Fackeln weg. Verdammt, ich habe Langsamkeit. Aua. Unvergiftet. Ja, vielleicht solltest du da mal aus der Schusslinie gehen. Autsch. Ja, ich habe die durstige Kuh getötet. Und wenn jetzt noch ein Monster kommt, dann bin ich tot. Vielleicht aufpassen, dass kein Monster kommt, damit du nicht stirbst. Aber nee, ich regeneriere gerade schneller, als dass ich Schaden bekomme. Oder auch nicht. Eben schon, teilweise. Ja, ja, doch. Irgendwie spawnen hier aber wirklich keine Viecher. Wenn man voll gefressen ist, also wenn wirklich keine halbe Keule mehr fehlt, regeneriert man ja richtig schnell. Ja, dann, ich glaube, es gibt so Speed-Regeneration. Seit oh, das Folgenende ist erreicht. Okay. Oh, genau, jetzt bin ich nicht mehr vergiftet. Dann komm mal runter hier, Down Under. Ich komme in Down Under. Damit wir hier nicht so viel überziehen, ne? Ja. So, komm mal rein hier in eine gute Stube. Ich bin rein gekommen. Wie baut man das denn jetzt mal am besten zu? So, glaube ich. Ich glaube, es reicht schon, oder? Ja. Warte mal, hier habe ich gerade hier noch ein paar gebraten. Mal dann. So, und dann müssen wir das hier auch noch zubauen. Komm mal hier rein. Entweder kommst du hier mit rein oder ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir alles in den Kisten lassen. Ja, dann packen wir den, machen wir das jetzt zu und nehmen hier alles raus, was ins Inventar reinpasst. Alles, was wichtig ist. Oh, die Äpfel passen hier noch bei dir rein. So, guck mal, jetzt ist ja alles raus. Gut. So, Leute, das war's. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wahrscheinlich die Kampfphase beginnt. Vielleicht nehmen wir vorher noch eine auf, man weiß es nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.